sehr geehrten Herren hier auf dem Podium, geschätzte Gäste, alle 5 Jahre ist es als Europäerinnen, als Europäer unsere Pflicht, österreichische Vertreterinnen und Vertreter ins EU-Parlament zu wählen. Dieses EU-Parlament ist das einzig direkt demokratisch gewählte Organ, weshalb uns diese Verantwortung umso mehr bewusst sein sollte und das Interesse, hier mitzubestimmen, umso größer sein sollte. Am 26. Mai ist es heuer wieder soweit und wir wollen uns jetzt anschauen, welchen Einfluss das EU-Parlament auf uns alle hat und welche Auswirkungen das auch auf unser einzigartiges Vorwahlsystem in Österreich haben kann. Im Positiven wie auch im Negativen. Deshalb diskutieren wir heute mit 6 Vertretern österreichischer Parteien, die zur EU-Wahl antreten. Und ich darf in alphabetischer Reihenfolge begrüßen Herrn Friedhelm Frischenschlager von den NEOS, Herrn Lukas Mandl von der ÖVP, Herrn Georg Mayer von der FPÖ, Herrn Andreas Schieder von der SPÖ, Herrn David Stöckmüller von den Grünen und Herrn Johannes Fockenhuber von der Initiative Ein Europa. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bevor wir jetzt konkret in Vorwahlthemen einsteigen, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass wir diese Diskussionsrunde deshalb organisiert haben, weil es sehr viele Vorwahlthemen gibt, die uns in Verbindung mit der EU bringen, die die EU mit uns in Verbindung bringen. Wir wollen hier einige Themen ansprechen, denn wir als Dachverband aller österreichischen Feuerwehren, uns ist es ein großes Anliegen, das System, dieses Einzigartige, das wir hier in Österreich haben, wodurch unsere Bevölkerung auch sehr viel Sicherheit erfährt tagtäglich, dass wir dieses System erhalten und in die Zukunft führen. Wir haben jetzt sehr viele Themen vorbereitet, wir haben nur eine Stunde Zeit. Insofern darf ich Sie bitten, dass wir bei der Sache, beim Thema bleiben, nicht so weit ausschweifen, damit wir uns wirklich auf diese Themen auch konzentrieren können. Ein großes Anliegen ist, wie bereits auch im Vorgespräch schon erwähnt, der Kontakt zwischen der Feuerwehr und der Europäischen Union, dem Europäischen Parlament. Uns ist es ein Anliegen, dass wir schon in der Arbeit der parlamentarischen Ausschüsse Kontakt aufnehmen, damit wir dort noch die Möglichkeit haben, auf gewisse Themen hinzuweisen, auf gewisse Aspekte hinzuweisen, noch bevor das Ganze so reif ist, dass dann eine Änderung, eine Adaptierung, wie auch immer, schwierig wird. Und dabei spielen Sie natürlich als künftige Vertreter eine wesentliche Rolle. Scheitert das jetzt grundsätzlich daran, dass wir als österreichische Feuerwehr im internationalen Vergleich eine sehr kleine Interessensgruppe sind? Wir haben zwar 340.000 Mitglieder, aber international ist das natürlich eine recht kleine Zielgruppe. Scheitert es an der Nichtpräsenz der Feuerwehr in Brüssel bzw. Straßburg? Oder gibt es eine andere Herausforderung, dass das nicht so gut funktioniert? Wir haben jetzt auch die Webseiten durchforstet, wir haben die Programme durchforstet. Da gibt es sehr viel zum Thema Sicherheit in Verbindung mit der Landesverteidigung, aber relativ wenig zum Thema Ehrenamt, Feuerwehr, Katastrophenschutz. Brauchen wir, Herr Stöckmüller, ein Feuerwehrhaus in Brüssel? Braucht es einen europäischen Feuerwehrvertreter, um besser gehört zu werden? Ich glaube, ja, braucht es unbedingt. Die Deutschen machen das. Ich glaube, auch Österreich braucht eine gute Stelle oder eine wichtige Stelle in Brüssel, die die Anliegen der Ehrenamtlichen und auch der Feuerwehr dort vertreten. Also ich glaube, das ist dringend notwendig. Und ich glaube, dass wir doch alle auch Kontakt mit Feuerwehrern haben. Also ich glaube, das ist auch immer gegeben. Aber wie Sie richtig gesagt haben, es braucht viel mehr Zusammenschluss zwischen Feuerwehr und Politikern, weil das, was in Brüssel beschlossen wird, trifft auch die Ehrenamtlichen und die Menschen draußen bei der Feuerwehr auch tagtäglich in ihrer Arbeit, sei es jetzt bei den Normierungen, sei es jetzt das fängt bei der Kleidung an, bei der Feuerwehrkleidung, bis zu den Rettungsautos, bis zu den Einsatzgebieten, alles möglich, oder Ausschreibungen, wenn wir uns die Vergaberechtsreform anschauen. Also wie gesagt, gerade bei solchen wichtigen Ereignissen und Themen braucht es eine direkte Nahtstelle zwischen Feuerwehr und und den EU-Vertretern. Jetzt hat der Deutsche Feuerwehrverband, wie Sie angesprochen haben, eine Verbindung mit dem Hessenhaus in Brüssel, wo unsere Interessen, sage ich jetzt mal, mitvertreten werden, nachdem die Systeme sehr ähnlich sind, aber da passiert auch jetzt nicht wirklich was, dass man sagen kann, okay, wir kriegen da die Informationen aus den Ausschüssen, die für uns relevant sind. Das müssen wir verbessern, auf jeden Fall. Die SPÖ, wir haben vor der Nationalratswahl 2017 Fragen an die in Österreich antretenden Parteien gestellt, auch zum Thema Europa, und da hat die SPÖ auch schon festgestellt, dass es extrem schwierig ist, die Interessen der Feuerwehren zu bündeln und aktiv in die EU-Prozesse einzubringen. Wie kann das trotzdem gelingen? Erstens einmal kann natürlich so ein Feuerwehrhaus
in Brüssel eine Antwort sein, aber es ist nicht die alleinige Antwort. Wie Sie schon angesprochen haben, geht es auch um den Kontakt zum österreichischen, zum Europäischen Parlament für die österreichischen Feuerwehrverbände. Und da glaube ich, bei allem, was man institutionalisiert, am Schluss ist das Entscheidende der direkte Kontakt zu den österreichischen Europaabgeordneten. Der entsteht, so wie auch im österreichischen Parlament, dadurch, dass man sich regelmäßig zusammensetzt, informiert und dass wir auch als österreichische Abgeordnete natürlich wissen, was wir am Feuerwehrwesen in Österreich haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dann kann man es auch in die Diskussion einbringen. Es geht in Summe meiner Meinung nach ja nicht nur um Feuerwehr alleine, sondern das, der ganze Bereich des österreichischen Zivilschutzes ist ja von all diesen Normen meistens betroffen. Und da müssen wir sehr gut aufpassen, weil wir ein sehr spezifisches System haben, das oft nicht mal mit dem deutschen vergleichbar ist. Und wir haben ein System, worum uns viele beneiden, weil es sehr, sehr gut funktioniert, natürlich durch sehr viel Einsatz der Freiwilligen. Und daher müssen wir auch jenen Tendenzen, die dann oft versuchen, das zu kommerzialisieren oder zu verberuflichen, entgegentreten, dass wir weiterhin dieses System, das Miteinander von Berufsverbänden und Freiwilligenverbänden auch in Zukunft erhalten können und gleichzeitig allen Menschen, die freiwillig ihre Zeit und ihr Leben investieren oder zur Verfügung stellen für den Schutz von anderen Menschen, auch denen den größtmöglichen Schutz, Unterstützung, Sicherheit zu geben. Das ist oft auch ein Problem. Da schlaft der Teufel im Detail und daher, glaube ich, können es auch wir als Europaabgeordnete in Zukunft nicht alleine lösen, sondern da werden wir auch immer wieder die Expertise der Berufsverbände brauchen. Jetzt hat es im Jahr 2013 ein Hearing im Bundesrat gegeben, die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren Europas. Eine Resolution war das Ergebnis, in der steht geschrieben, es sei deshalb von zentraler Bedeutung, die Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren rechtzeitig in die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene einzubinden, um Nachteile für sie, etwa im Bereich der Normung oder verschiedener EU-Richtlinien, hintanzuhalten. Wir haben jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal erlebt, dass wir dann mit eingebunden wurden, Stichwort Allergenverordnung, das ist ein klassisches Beispiel, wo die grundsätzliche Idee dieser Verordnung extrem gut war, aber so ist dann umgesetzt worden ist, war es natürlich nicht wirklich praxistauglich, wenn ich es so formulieren darf. Wie kann man da das verbessern, dass diese Prozesse dann auch wirklich praxistauglich sind, vor allem in Verbindung dann auch mit der Feuerwehr? Vielen Dank zunächst für die Einladung, für die Initiative, für die heutige Veranstaltung, die, glaube ich, deshalb so wertvoll ist, weil sie die ganze Breite des Spektrums abdeckt und das wichtige Thema der Freiwilligen Feuerwehren auf europäischer Ebene. Und für das, was Sie ansprechen, nämlich die Einbindung der Freiwilligen Feuerwehren in die europäische Gesetzwerdung, gibt es ein ganz aktuelles Beispiel, den neuen EU-Katastrophenschutz, der mit 1. April, natürlich nicht als April-Scherz, aber zufällig mit 1. April startet, also in wenigen Tagen vom heutigen Tag weg gerechnet und der monatelang verhandelt wurde. Ich durfte mitverhandeln, aber nicht allein, sondern ich wusste die Freiwilligen Feuerwehren Österreichs hinter mir, dank Armin Plutsch, dem Vizepräsidenten des Bundesfeuerwehrverbandes, auch des österreichischen Roten Kreuzes, war ich gut informiert und waren wir gut aufgestellt, um zu verhindern, dass es zu einer Kommerzialisierung kommt, dass es zu einer reinen Orientierung an Hauptamtlichen kommt und dass unser Freiwilligensystem nicht nur respektiert wird, sondern sogar eine Vorbildfunktion europaweit für den Katastrophenschutz einnimmt. Also ja, es wäre selbstverständlich sehr, sehr wertvoll, ein Haus der europäischen Feuerwehren oder besser gesagt der österreichischen Feuerwehren im Europazentrum in Brüssel zu haben. Aber es bedarf vieler Maßnahmen der Interessenvertretung, die auch super gelungen sind im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus, der neu verhandelt wurde, auch ohne dieses Haus. Und es ist ein besonderer Moment, wenn wir heute hier sprechen, am 11. März 2019, weil in der Nacht von gestern auf heute 1500 Feuerwehrleute allein in Niederösterreich und Oberösterreich freiwillig in den Einsatz gegangen sind, Gefahren eingegangen sind, vieles aufs Spiel gesetzt haben, weil ja sogar Bahnstrecken brach liegen und Stürme vieles verursacht haben an Schäden in Niederösterreich und Oberösterreich. Das heißt, es ist nicht graue Theorie, worüber wir sprechen. Und das gibt es nirgendwo sonst in Europa, dass von jetzt auf gleich so viele Freiwillige bereit sind, in den Einsatz zu gehen und dass wir so gut organisiert sind. Und ja, selbstverständlich wird das Katastrophenschutzpaket, das wir jetzt beschlossen haben, nicht das letzte Thema gewesen sein, in dem es so wichtig ist, dass die Freiwilligen Feuerwehren vertreten sind, weil wir dieses System haben und sicher nicht zurückbauen wollen und werden, sondern besser als Vorbildfunktion auch nach außen vertreten möchten. Zum Katastrophenschutz kommen wir dann noch als Thema.
Herr Frischenschlager, wir sind vielfältig, wir sind entschlossen, wir sind die nächste Generation Europa, steht auf der Homepage der NEOS. Was können die NEOS jetzt machen, um vielleicht auch diese Verbindung in Zukunft zu verbessern und vielleicht auch Themen aufzugreifen, die jetzt auf den ersten Blick keinen Zusammenhang mit der Feuerwehr haben? Ja, ich kann anschließen das, was Lukas gerade gesagt hat. Für mich ist erstens einmal diese Runde sehr interessant, weil es, glaube ich, auch gut ist, wenn Leute die politische Verantwortung auf welcher Ebene immer haben, mit derartigen Fachleuten wie Ihnen und mit Ihren Verbänden die inhaltliche Politik bearbeiten und weiterbringen. Und die Frage Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen, es ist völlig klar und ein wunderbares Beispiel für die Notwendigkeit von europäischer Verdichtung und Verknüpfung der Kapazitäten, die wir auf österreichischer Ebene haben und die aber abgerufen werden, wenn es um transnationale, überstaatliche Probleme geht. Und natürlich, Österreich hat einen großen Vorteil, dieses sehr traditionsreiche, effektive Feuerwehrwesen auf freiwilliger Basis zu einem Großteil. Und das ist für mich geradezu, könnte ein Exportartikel sein. Ich hatte Erlebnisse im Kosovo, als ich dort für die OSZE gearbeitet habe und habe das Desaster erlebt, wenn ein derartiges Feuerwehrwesen nicht existiert. Aber da vielleicht später noch einmal, wenn wir über die Koordination sprechen. Also es ist wichtig, dass so ja, nicht ganz machtlose Verbände wie das Feuerwehrwesen in Österreich Einfluss nimmt auf die österreichischen Politiker und Politikerinnen. Und insofern glaube ich, ist es auch gut, wenn das auf europäischer Ebene passiert. Vielleicht mit anderen zusammen. Wichtig scheint mir aber, dass die österreichischen Beiträge auch in den entsprechenden EU-Institutionen Platz finden. Und da gibt es etwas, was Lukas auch gerade erwähnt hat, die laufenden Verhandlungen. Und da scheint es mir wichtig, dass auch die österreichische Stimme in diesem europäischen, sage ich einmal, Feuerwehrwesen ihre Einflussnahme ermöglicht und deshalb in die Institutionen reinkommt. Wenn dafür ein Feuerwehrhaus einen Sinn macht, das müssen, glaube ich, wirklich die Praktiker entscheiden, dann soll es mir recht sein. Aber wichtig ist, dass die österreichische Stimme in den europäischen Institutionen gehört werden können und dort unsere österreichischen Ideen Eintritt finden. Ein Feuerwehrhaus in Brüssel ist dann auch natürlich immer eine Frage der Finanzierung, denn ein leeres Haus bringt da dementsprechend wenig. Das muss auch entsprechend serviciert, betreut werden. Dann muss es Leute geben, die dafür zuständig sind. Das ist natürlich ein Thema, das viel diskutiert ist, wobei wir jetzt auch in der ersten Runde schon hören, dass die Verbindung, der Kontakt zu den EU-Parlamentariern in Österreich extrem wichtig ist. Ein Tipp der Liste Pilz vor der Nationalratswahl 2017 an uns, wie wir diesen Kontakt verbessern können, war auch eine Stelle im Europastaatssekretariat zu schaffen, wobei wir jetzt wissen, das hat es in den 90ern gegeben, gibt es aktuell nicht, müsste ja eigentlich erst wieder gegründet werden oder initiiert werden. Wäre das ein Ansatz? Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Da werden mich sicher viele Menschen in Österreich beneiden, um die Gelegenheit, mich einmal bei Ihnen zu bedanken für Ihren Einsatz und für Ihr Engagement, das einfach, glaube ich, von großen Teilen der Bevölkerung geschätzt wird. Und diese Gelegenheit möchte ich benutzen, um mich bei Ihnen nochmal zu bedanken. Das Zweite ist, also es gibt Entschuldigung bitte, ich will jetzt nicht nachkramen, ich werde es abdrehen. Es gibt sicher, in Europa, es gibt ja in Brüssel unendlich viele, sagen wir einmal Lobbystellen, das Wort wird Ihnen nicht gefallen, aber so wird es wahrgenommen werden. Und dem einen Sinn zuzufügen, halte ich für nicht besonders effektiv, glaube ich. Vielleicht kann man Sie ein bisschen trösten, Sie sehen, wir werden hier keine große Wahlkampfveranstaltung machen. Und das hat etwas damit zu tun, weniger mit unserer Zurückhaltung, als mit dem großen Konsens, der eigentlich zwischen den Parteien in dieser Sache herrscht. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja ein Informationsproblem.
Also einfach die laufenden Informationen, wenn etwas anfällt, etwas in der Pipeline ist, dass Sie rechtzeitig davon erfahren und dass Sie die Gelegenheit bekommen, sich einzubringen. Und das kann man, glaube ich, sehr handgreiflich und kurz und spontan lösen, indem man erstens einmal die österreichische Delegation oder die österreichischen Abgeordneten verpflichtet. Und da haben Sie sicher durch alle Fraktionen genügend Unterstützung. Wenn das bisher nicht war, dann vielleicht, weil wir alle das für viel zu natürlich und selbstverständlich gehalten haben. Das kann man ein bisschen fixieren. Man kann die ständige Vertretung mit einbeziehen. Ich glaube, also das kann man gemeinsam regeln, ohne Kosten und ohne großen Aufwand und ohne, dass ein Feuerwehrmann ganz einsam und allein in Brüssel in einem Haus ist. Aber es gibt natürlich auch Wienhäuser und dergleichen und die ständige Vertretung. Also ich mache das kurz. Ich glaube, wir können das sehr pragmatisch ganz und gar in Ihrem Sinne lösen. Die anderen Probleme werden wir, glaube ich, noch besprechen, die angesprochen wurden. Da gibt es ja eher im Bereich des Katastrophenschutzes vielleicht die eine oder andere offene Frage. Was die Feuerwehr betrifft, bewegt sie ja, glaube ich, nur die Freiwilligkeit wirklich in erster Linie. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich versucht, ausfindig zu machen, wer denn im Dunkeln des Europäischen Parlaments oder der Kommission oder wo auch immer heimlich nagt an der Freiwilligkeit. Ich sehe in Wahrheit niemand. Es gibt in der Kommission niemand, der das versucht. Es ist ein einzigartiges System. Zumindest das Europäische Parlament hat einen großen Respekt vor dieser auch kulturellen Eigenständigkeit. Die Feuerwehr geht ja bei uns weit hinaus über den Katastropheneinsatz, sondern es hat ja eine enorme soziale und kulturelle Bedeutung. Ich glaube, dass der Respekt dort ebenfalls durch alle Fraktionen ist und dass Sie keine Angst haben müssen, dass das irgendwo heimlich angenagt wird. Sollte es geschehen, werden Sie sicherlich alle Musketiere hier versammelt haben, um sie zu verteidigen. Ich glaube auch gar nicht, dass jemand daran nagen will an diesem System, das will ich auch gar nicht unterstellen. Ich glaube, es passiert einfach sehr viel, weil einfach nicht bewusst ist, dass das gewisse Auswirkungen auf unser System hat. Und da müssen wir, glaube ich, gezielt nachschärfen, dass man sagt, okay, da wird einfach ein Verwaltungsaufwand für die Feuerwehren verstärkt. Und dieser Verwaltungsaufwand nimmt uns wieder Zeit für die Ehrenamtlichkeit, für die freiwillige Tätigkeit, seien es Übungen oder Einsatzbereitschaft, weil man eigentlich schon 3-4 Hauptamtliche fast bräuchte, um Spenden ans Finanzministerium zu übermitteln und um die Allergenkennzeichnung zu machen, Leute zu schulen, die damit dann auch umgehen können. Also da haben wir einen Punkt erkannt, wo wir sagen, wir müssen die Feuerwehr ein wenig entlasten. Und das geht nur dann, wenn wir von Anfang an in diesen Entstehungsprozess von Richtlinien, Verordnungen mit eingebunden werden, um dann auch dementsprechend, ja, einen... Aber dann nehmen Sie dann wirklich zu Recht und am besten die Abgeordneten, die österreichischen Abgeordneten, die Pflicht. Freut mich sehr, dass heute so viele gekommen sind. Herr Mayer, in der bereits erwähnten Resolution aus dem Bundesrat 2013 steht auch geschrieben, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine große Verantwortung gegenüber den ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften haben und die Rahmenbedingungen zum Schutz dieses Engagements und dieser Menschen geschaffen bzw. erhalten werden müssen. Wäre es jetzt ein Zugang, dass man auf EU-Ebene gewisse Sicherungsmaßnahmen für dieses Ehrenamt, für diese Freiwilligkeit trifft, dann wären ja künftige Einschnitte, Belastungen, mögliche Sonderregelungen gleich einmal besser zu argumentieren oder eventuell ganz zu vermeiden. Ja, zunächst einmal auch von mir Dankeschön für die Einladung. Es ist für mich und für uns unheimlich wichtig, dass wir heute hier sein können, weil eben dieses Ehrenamt und die Freiwilligkeit in Österreich so einen wichtigen Platz einnimmt, gerade bei den Feuerwehren, und ich komme vom ländlichen Raum und weiß, wie sehr die freiwilligen Feuerwehren dort in der Kultur verankert sind, bei den Menschen verankert sind. Das ist immer sogar so ein bisschen so, also die Feuerwehr ist dort so wirklich eine der Säulen, sage ich einmal, die das gesellschaftliche Leben prägen. Und ich denke, man kann sich nicht genug bedanken bei den Menschen, die dort ihre Freizeit auch investieren. Zur Vernetzung in Brüssel, zum Haus in Brüssel, zur Verankerung auf europäischer Ebene dieses Freiwilligendienstes. Ich glaube nicht, dass wirklich ein Feuerwehrhaus in Brüssel notwendig wäre, weil das natürlich Kosten aufwerfen würde. Ihr braucht dann wahrscheinlich auch ein Feuerwehrauto dort, nicht? Wenn es ein Feuerwehrhaus gibt, na, Scherz beiseite. Aber
Das ist eine Kostenstruktur, die man im 21. Jahrhundert, glaube ich, nicht mehr wirklich braucht. Es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, auf anderen Wegen zu kommunizieren. Und es gibt ja auch, die Bundesländer haben ja fast alle Verbindungsbüros auch, und da haben wir vorher im Gespräch geredet, über diese könnte man zum Beispiel auch eine Information dann weitergeben, die könnte man sensibilisieren und sagen, passt auf, da ist ein Thema, das betrifft vielleicht irgendeine freiwilligen Organisation bei uns, und informiert das einmal. Und ihr könnt dann immer nur sagen, na, das ist jetzt nicht unser Thema oder das ist es. Eine Möglichkeit. Die andere ist, und das haben alle hier gesagt, und da mache ich sofort ein Commitment, wann immer ihr braucht, eine Information braucht oder was auch immer, ich denke, da können wir dann alle über die Parteigrenzen hinweg zusammenstehen und gemeinsam dann für die Sache etwas tun. Eine gesetzliche Verankerung sehe ich jetzt schwieriger, weil einfach die Kompetenz auch der Europäischen Union nicht in diese Richtung geht, auch wenn sich das manche wünschen. Ihr seid organisiert, wie ihr organisiert seid, in den Länderstrukturen, in den einzelnen Bundesländern. Es gibt dann eben den Bundesfeuerwehrverband, und ich denke, das sollte man so auch halten. Und wann immer ihr Fragen habt oder wann immer bei uns ein Licht leuchtet und sagt, das könnte jetzt ein Thema sein für euch, dann kann ich euch schon sicher sagen, dass wir dann auf euch zugehen werden und sagen, interessiert euch das und wie können wir da gemeinsam etwas für die Sache machen. Vielen Dank. Wir kommen zu einem weiteren Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt, sehr intensiv beschäftigt, und zwar nicht nur uns als österreichisches Feuerwehrwesen, sondern auch viele andere Nationen sehen da einen Diskussionsbedarf bzw. einen Abklärungsbedarf, und zwar ist das die Arbeitszeit. Arbeitszeitrichtlinie, immer wieder ein Thema. Sollte die ehrenamtliche Tätigkeit als Arbeitszeit interpretiert werden, ich glaube, das ist uns allen bewusst, wäre das das Ende des freiwilligen Engagements. Jetzt steht im Bericht der Kommission aus dem Jahr 2017, dass im öffentlichen Dienst beschäftigte Feuerwehrleute unter gewissen Voraussetzungen ausgenommen sind. Diese Ausnahmeregelung, Herr Mandl, ist die jetzt ausreichend für Österreich? Sind damit jetzt alle freiwilligen Feuerwehrleute ohne Einschränkungen in Österreich gemeint? Sie müssen gemeint sein, und darauf dränge ich aus der parlamentarischen Perspektive. Ich habe das Recht des Parlaments, parlamentarische Anfragen an die Kommission zu richten, in Anspruch genommen und im Jänner dieses Jahres eine entsprechende Anfrage an die Kommission gerichtet, um eine authentische Antwort dazu bekommen, ob die freiwilligen Feuerwehren ausgenommen sind, weil ja, auch in der Nacht von gestern auf heute könnte niemand in den Einsatz gehen, müsste das als Arbeitszeit gerechnet werden mit allen Folgewirkungen, die eine solche Einstufung als Arbeitszeit hätte. Die Antwort der Kommission ist noch ausständig, aber ich bin ganz sicher und ich dränge darauf, dass die rechtzeitig kommt, um sich auch orientieren zu können, auch im Vorfeld der Europawahl, daran, wie die Arbeitszeit der Freiwilligen Feuerwehren gesehen wird. Und es ist schon wichtig, dass wir da die rot-weiß-rote Perspektive einbringen. Mein Arbeitsmotto ist ja rot-weiß-rot in Europa, weil ich die parlamentarische Arbeit in diesem Sinne sehr, sehr ernst nehme. Und viele Teile Europas kennen das halt mal nicht. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich der Fall ist, dass bei uns Freiwillige ohne extra Bezahlung sogar Risiken eingehen und in Einsätze gehen und sich professionalisieren, wenn es um Ausbildung geht und um eben die Professionalität der Tätigkeit, das aber ehrenamtlich und freiwillig tun. Ich war sehr beeindruckt am Nationalfeiertag in Österreich bei den Feierlichkeiten in Wien, als im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr mitten in Wien viele Feuerwehrverbände aus ganz Europa zu Gast waren, deren Vertreter, und sich ein Bild davon gemacht haben, wie wir das in Österreich machen. In dem Bereich ist das kleine Österreich ganz groß, und deshalb müssen wir auch darauf drängen, dass das in die gute Richtung geht. Na, selbstverständlich will niemand bewusst in der Europäischen Union das österreichische Freiwilligensystem und die Freiwilligen Feuerwehren einschränken, aber selbstverständlich müssen wir als Österreicherinnen und Österreicher in der Vertretung dann auftreten, wenn durch Regelungen als Mitnahmeeffekt gewissermaßen in Österreich das Bewertesystem eingeschränkt werden könnte. Das lassen wir nicht zu. Deshalb sind solche Schritte wie die Anfrage an die Kommission in diesem Bereich so wichtig. Und auch hier bin ich dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Bundesfeuerwehrverband. Ich mache das ja nicht alleine im stillen Kämmerlein, sondern immer in Abstimmung mit den Betroffenen, auch in anderen Bereichen, hier mit der Feuerwehr. Und insofern ist das ein zweites Beispiel heute schon dafür, dass die Interessenvertretung der Feuerwehren gut funktioniert, mit oder ohne einem eigenen Haus in Brüssel. Aber das ist sowieso Ihre Entscheidung, ob ein solches Haus errichtet wird. Ich freue mich über jeden Österreicher, jede Österreicherin mehr, die in Brüssel präsent sind. Jetzt gibt es aber, Herr Schieder, einige
Diskussionen. Also diese Arbeitszeitrichtlinie ist nicht für alle ganz so klar, denn gerade die Standby-Zeiten, diese eingeschränkte Freizeit, Dienstplansysteme auch für Ehrenamtliche, das sehen viele, gibt es auch ein Urteil aus dem Jahr 2018, sehen viele schon eine Verbindung von ehrenamtlicher Tätigkeit bzw. Interpretation als Arbeitszeit, weil eben die Freizeit so stark eingeschränkt ist. Sind die Sorgen der österreichischen Feuerwehren trotzdem unbegründet? Ist es ausreichend geregelt? Ich glaube erstens einmal, dass die Arbeitszeitrichtlinie eben nicht für Feuerwehren gilt. Das ist auch so klar gesagt und das ist auch meiner Meinung nach richtig. Trotzdem glaube ich, dass Ihre Sorgen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind, denn da muss man, glaube ich, genau aufpassen. Das ist ein Bereich, wo der Teufel im Detail liegt und daher ist es auch gut, wenn es Rechtssicherheit gibt von der Europäischen Kommission, wie es gemeint ist und ich gehe auch davon aus, dass es so gemeint ist, dass Feuerwehren nicht erfasst werden können, aber da sieht man schon, dass in Detailfragen natürlich dann die Arbeit von Feuerwehrleuten massiv beeinträchtigt werden, wenn man nicht rechtzeitig aufpasst. Ich glaube, in dem Fall ist es richtig ausgegangen, aber natürlich, da stecken diese Fragen genau drinnen, wie man das organisieren kann. Und wenn es ein Freiwilligkeitssystem ist, dann kann es eigentlich nicht von der Arbeitszeitrichtlinie erfasst sein, dann wäre das auch widersinnig. Und wir müssen eben bei all diesen Dingen genau aufpassen und hinschauen. Ich glaube aber, um es noch einmal klar zu sagen, dass dieser klare Satz der Ausnahme für Feuerwehren gilt und zwar in allen Bereichen gilt und dass der auch eindeutig zu interpretieren ist und daher, glaube ich, ist es auch gelungen. Der Satz kommt, ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, um das ganz klar zu sagen, sondern der Satz ist ja auch deshalb dort, weil einem aufgefallen ist, dass mit dieser Arbeitszeitrichtlinie sonst Feuerwehren betroffen sein könnten und daher hat man es hineingeschrieben, dass sie nicht betroffen sein sollen und ich gehe auch davon aus, dass das arbeitszeitrechtlich hält, denn das war ja die Idee letztlich des Gesetzgebers. Jetzt können wir uns unterm Strich in Österreich doch sehr sicher fühlen mit dieser Regelung, weil wir natürlich ein Freiwilligensystem haben, das auch mit Unentgeltlichkeit verbunden wird. Viele Nationen haben Mischsysteme, da gibt es freiwillige Feuerwehren, die aber einen Lohn nicht, aber eine Entschädigung bekommen, sagen wir so, die auch einen finanziell was bekommen. Wenn es jetzt zu dieser Regelung kommt oder das wirklich dezidiert festgelegt wird, freiwillige Feuerwehren sind in der EU ausgenommen, betrifft es dann auch jene? Herr Mayer? Ja, also wir haben keine gegenteiligen Signale, wir haben extra jetzt noch einmal recherchiert. Das ist so und das soll wohl auch so bleiben. Die Antwort vom Lukas werden wir dann ja bekommen. Das ist auch nicht geplant und selbst wenn die Kommission das jetzt planen würde, dann gibt es noch immer das Parlament und den Rat, der da sich zwischen einschalten kann und da die Notleine ziehen kann. Also es ist nicht geplant. Was ja aber ist, es gilt für die Berufsfeuerwehren, die Arbeitszeitrichtlinie. Das ist wieder was anderes. Die sind ja auch bei euch mit organisiert. Das ist wieder andere Geschichte. Da gilt es natürlich, den Ausgleich zu schaffen zwischen den Feuerwehrleuten, die sehr viel arbeiten und auf der anderen Seite natürlich auch die Kosten, die dann entstehen durch diese Überstunden und mehr Arbeitsstunden. Also da muss man einen Ausgleich schaffen, denke ich, und da gilt es natürlich dann auch, die finanziellen Mittel aufzustellen. Aber meiner Information und unserer Information ist es eben nicht geplant, das auf den Freiwilligenbereich auszudehnen. Jetzt sind wir als Feuerwehr natürlich stark bemüht, uns abzusichern und das wirklich schwarz auf weiß zu bekommen. Es freut uns sehr, dass da so große Einigkeit herrscht zu diesem Thema. Es gibt aber seit dem Oktober 2018 ein Positionspapier, das die Aufforderung zu einer Erarbeitung einer spezifischen Richtlinie für Sicherheitskräfte auf EU-Ebene fordert, unterschrieben von den Feuerwehrpräsidenten Österreichs, Deutschlands, der Niederlande und Frankreichs. Ist das, Herr Stöckmüller, eine realistische Forderung? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, das werden wahrscheinlich die Kollegen eher besser beantworten können. Ich habe nur die Arbeitszeitrichtlinie, die haben wir als Grüne auch gecheckt von unseren Abgeordneten. Wie gesagt, da warten wir noch auf die Antwort von Kollegen. Da sehen wir auch keinen Einfluss auf die österreichischen Feuerwehren. Was mir wichtig ist, ich bin selber in der Praxis, ich bin selber Freiwilliger bei der Rettung, beim Roten Kreuz. Und ich sehe das auch in der Praxis draußen, weil die Kollegen zuerst gesagt haben, dass es keinen Einfluss hat für die Freiwilligen. Ich glaube, wir brauchen da schon eine Regelung für die Freiwilligen da draußen. Nämlich, es gibt schon einen massiven Drang von privaten Unternehmen in den Feuerwehrmarkt hinein.
hinein. Das müssen wir schon beachten. Also wenn wir uns der dänische Anbieter anschauen, zum Beispiel jetzt herausgenommen, gerade im Rettungsdienst war es ein großes Thema bei der Vergaberechtsreform. Also hier muss man schon sagen, hier braucht es schon einen verstärkten Lobbyismus für die freiwilligen Feuerwehren und Vertreterinnen in diesem Bereich hinein. Also das einfach nur auf die leichte Schulter zu nehmen, glaube ich nicht, sondern es braucht hier schon ein gemeinsames Auftreten in die Europäische Union, weil das ist massiv stark. Wir haben das gesehen, es war lange im Raum die Privatisierung in bestimmten Teilen beim Rettungsdienst, und genau das Gleiche kann jederzeit auch bei den Feuerwehren oder beziehungsweise in anderen Bereichen, die was öffentlich beauftragt werden, sozusagen passieren. Und genau da braucht es schon eine gute Vertretung in Brüssel dafür. Das wollte ich nur anbieten als Reaktion drauf. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich mich damit jetzt ganz ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigt. Vielleicht darf der Kollege. Darf ich die Frage weitergeben? Die Forderung einiger europäischer Feuerwehrverbände nach einer spezifischen Richtlinie für Sicherheitskräfte, ist das realistisch? Bringt das was? Ich weiß nicht, ob es das bringen würde, was Sie sich davon versprechen. Also wir sind jetzt auf einem Gebiet, wo ich ein bisschen mehr Ihre Ängste verstehe. Die Frage der Arbeitszeiten ist ja geregelt, und ich sehe auch nicht, dass die jetzt irgendwie über die freiwillige Feuerwehr mit einbeziehen würde. Wobei wir ja ein bisschen weitergehen würden, weil das ist ja ein Einsatz der Zivilgesellschaft, der nicht einfach so mit Regulativen des Arbeits, davon Berufsbildern belegt werden kann. Aber die Tendenz der Kommission ist sicher, dort, wo sie keine Kompetenz hat, keine direkte Kompetenz hat, über sozusagen flankierende Kompetenzen einzugreifen. Und da kommen wir zu der Frage der Vertretung. Also die Freiwilligkeit in Österreich in ihrem ganz besonderen System ist sicher, wenn nicht einzigartig, dann doch sehr, sehr selten. Das heißt, die Kommission betrachtet die Frage der Katastropheneinsätze, der Sicherheitsbestimmungen, der natürlich als unter dem Aspekt von beruflichen oder privaten Sicherheitskräften. Und da kommt es, wenn nicht berücksichtigt wird, dass es da ein großes eigenes System gibt, natürlich unter Umständen zu Übergriffen in dieses System, die man nicht will. Und insofern, da würde ich aber auch meinen, da muss man einmal dieses System auch vorstellen. Also wenn Sie nur einen Bruchteil der Kosten eines Europahauses oder eines Feuerwehr-Europahauses nehmen würden und machen im Parlament eine Ausstellung, das ist so eine berühmte Einrichtung, wo sich Regionen mit ihren Problemen, wo sich einzelne Organisationen vorstellen und wo so immerhin über 500 Abgeordnete plus alle ihre Mitarbeiter plus die Besucher des Hauses relativ schnell über etwas Besonderes in Europa ein Bild machen können. Also das ist ein Modell, das man wirklich mal vorstellen kann, weil es gerade kulturelle und soziale Bedeutung hat. Das ist eine spannende Geschichte. Die muss man mal einfach als kulturelles Bild in den Köpfen verankern, bevor man über Arbeitszeiten und was weiß ich redet. Natürlich wird man kooperieren müssen, aber ich würde es schade finden, wenn sozusagen das Berufsbild oder die Einsatzart oder immer neue Regulative auf allen möglichen Bereichen, Bereitschaftsdienste, wie haben die auszuschauen, wie viele Stunden muss und so weiter. Und da kann man natürlich, was bei einer Berufsfeuer wahrscheinlich nicht so bedrohlich empfunden wird. Aber die Freiwillige Feuer ist ja anders organisiert, auf vielen Ebenen anders organisiert. Und wenn das nicht in den Köpfen ist, dann ist es heute die Arbeitsschutzrichtlinie und damit die Arbeitszeit und dann ist es irgendwas anders, wo die Kommission sehr wohl Kompetenzen hat und wo man dann in diesem Bereich einschneiden kann. Also insofern sehe ich ihren Bedarf, auch Informationen zu kriegen und zu kooperieren. Das muss man, aber das geht auch nicht über ein Lobbytum, sondern da muss man sich wirklich entweder mit anderen Feuerwehren zusammenzutun. Gemeinsam ist man stark. Wer wüsste das nicht, wenn nicht Sie? Da ist einmal eine Möglichkeit zu sagen, wir machen mal ein europäisches Feuerwehrhaus, aber dann mit anderen zusammen. Dann gibt es die Möglichkeit, mit uns irgendetwas zu organisieren, mit den ständigen Vertretungen zu organisieren. Das ist vielleicht ein Thema, wo man genauer hinschauen muss, wie man das am besten und ohne Kosten, nämlich indem die anderen die Kosten tragen, wirklich organisiert oder sich beteiligt an etwas. Also da scheint mir schon eine Entwicklung zu sein, die man im Auge behalten muss. Also insofern glaube ich, weiß ich nicht, ob die Forderung noch, die Sie da zitiert haben, ob die wirklich ganz in Ihrem Sinne ist oder ob die dann regulative und sozusagen Rückwirkungen auf Sie hat.
müsste man genau hinschauen, was wirklich ihr im Detail Ihr Wunsch ist und was daran positiv und was daran negativ sein könnte. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, solche Forderungen auch gemeinsam anzuschauen und vielleicht auch gemeinsam aufzutreten, um diese Forderungen noch stärker zu untermauern. Also ganz wichtig ist natürlich, dass Sie für die besondere Konstruktion des österreichischen Systems auch einmal bei den anderen Feuerwehren überhaupt wirklich ein Bewusstsein haben. Die agieren ja auch. Und wenn die alle als Berufsfeuerwehr oder gar als private Feuerwehren agieren, ohne zu sagen, aber unsere österreichischen Kollegen haben dann noch ein eigenes Anliegen, dann wird sich dieses Bild in der Kommission immer mehr verengen. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Deshalb gibt es eine sehr enge Kooperation zwischen dem deutschen, dem niederländischen, dem französischen und dem österreichischen Feuerwehrverband, um eben geschlossen stärker auftreten zu können. Kann man ausmachen, gemeinsam. Wäre eine Anregung. Vielen Dank. Ich habe noch ein weiteres Thema, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, ein weiteres großes Thema, nämlich den Katastrophenschutz. Am 12. Februar wurde in Straßburg die Neuausrichtung des europäischen Katastrophenschutzes beschlossen. Viele positive Wortmeldungen, Lukas Mandl war darunter, auch Karin Kadenbach von der SPÖ war darunter. Besonders deshalb positiv, weil dem EU-Parlament gelungen ist, einen Vorschlag der Kommission insofern abzuändern, dass auch spezifische Bedürfnisse und Gegebenheiten der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden können. Mit RescEU, beschlossen am 12. Februar, werden Katastrophenschutzeinheiten bezeichnet, ganz kurz zusammengefasst, die vorrangig für die verpflichtende internationale Hilfe in Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, sprich die EU finanziert den Ankauf oder die Miete sowie den Betrieb, ist dafür, als Gegenleistung ist das Mitgliedsland dazu verpflichtet, auf Anordnung der Kommission in den Auslandseinsatz zu gehen. Entsprechende Details müssen jetzt durch die Kommission noch geklärt bzw. erarbeitet werden. Österreich hat derzeit sehr viele Module auf freiwilliger Basis eingemeldet, gibt es gar nicht so wenige. Das wird auch weiterhin so bleiben. Und RescEU soll jetzt gewisse Lücken schließen, da eine verpflichtende Ausrückung auf Befehl der Kommission mit unserem freiwilligen Wesen zum Beispiel jetzt gar nicht garantiert werden kann. Jetzt gibt es nicht nur Lob für RescEU. Herr Mayer, Franz Obermayr kritisiert in einer Aussendung und auch im Gespräch mit uns direkt in Straßburg unmittelbar nach der Abstimmung, dass eine unscharfe Formulierung wiederum eine unscharfe Rechtslage verursacht. Da war so ein bisschen die Befürchtung, dass sich die Mitgliedstaaten ausruhen, weil es die EU-Hilfe gibt, beziehungsweise auch, weil die Entscheidungsmacht durch die EU-Kommission zu groß wird. Können Sie da bitte drauf eingehen? Ja, also das Problem, das wir bei diesem RescEU hatten, das aber entschärft wurde, soweit ich informiert bin, ist, dass man einfach sagt, dass die Kommission quasi eine Macht hat oder eine Befehlsgewalt über die Mitgliedstaaten und sagt, okay, ihr habt jetzt dort aufzutanzen und habt dort mitzuarbeiten. Das ist unser und war unser Bedenken, sondern wir haben gesagt, da muss man schon vorher noch das Einverständnis auch des Mitgliedstaats einholen, was ja im Normalfall, im Regelfall ja ohnehin gegeben sein wird, weil wir denken, dass das wieder mal eine Kompetenzüberschreitung der Kommission wäre und wir diese Kompetenz einfach der Kommission nicht geben wollen, weil ich glaube, im Gegensatz zum Herrn Falkenhuber, dass die Union und die Kommission damit keine Kompetenz auf dieser Ebene hat. Und deswegen wollen wir sie auch nicht geben, weil natürlich das Wesen der Kommission so ist, wir nehmen uns einmal alles und schaffen eine Kompetenz, auch wenn wir sie jetzt nirgends normiert haben und sie nirgends festgeschrieben ist. Insofern warnen wir davor, aber der Mechanismus und dieses RescEU ist natürlich eine sinnvolle Maßnahme, um europaweit Katastrophen zu bekämpfen. Herr Mandl, kann das österreichische Feuerwehrwesen nun trotzdem gewisse Vorteile aus RescEU generieren, auch wenn es für unser System jetzt nicht wirklich ein Thema ist? Unser Freiwilligensystem wird, ich will jetzt nicht sagen zum Nachteil, weil RescEU eben darauf basiert, dass man dann wirklich ausrücken muss, wenn es soweit ist. Können wir da trotzdem irgendwie davon profitieren, von diesem System? Ja, ganz klar, aber ich will einleitend schon sagen und auch unterstreichend, was Sie erwähnt haben, dass ja das Europaparlament in der schönsten parlamentarischen Art und Weise in der Vertretung der Bürgerinnen und Bürger auch manches, das falsch war im Kommissionsvorschlag, abändern konnte. Und deshalb können wir zum neuen Katastrophenschutz unter dem Titel RescEU stehen.
Und es ist schon wichtig zu wissen, warum die Kommission das überhaupt gestartet hat. Weil ich habe die total berechtigte Frage ganz oft bekommen, während das in Verhandlung war im Europaparlament, warum mischt sich denn die europäische Ebene überhaupt ein in unseren Katastrophenschutz, wenn wir doch ohnehin ein gutes Freiwilligensystem bei der Feuerwehr, auch bei der Rettung und beim Zivilschutz haben. Und die Antwort ist, dass Europa stark sein muss, wenn es um große Aufgaben geht, auch stärker werden muss als in der Vergangenheit, als etwa bei Waldbränden in Portugal russische Flugzeuge oder marokkanische Flugzeuge schneller am Einsatzort waren als Einsatzmittel aus der Europäischen Union. Das entspricht nicht unserem Zugang dazu, was Europa eigentlich darstellt und wie Europa sich selber helfen können muss. Und Hilfe von außen ist sicher die zweitbeste Hilfe und wer weiß, was die dann noch alles bedeutet, außer die Hilfe allein. Insofern ist es richtig, dass der EU-Katastrophenschutz verbessert worden ist. Und der Kommissionsvorschlag hat aber dann zentralistische und regulatorische Maßnahmen beinhaltet, die schlecht gewesen wären für unsere freiwilligen Organisationen im Feuerwehr- und Rettungsbereich. Armin Blutsch vom Bundesfeuerwehrverband hat einen Vortrag in Brüssel dazu gehalten, auf meine Einladung, genauso wie Gary Feutig fürs österreichische Rote Kreuz, um verständlich zu machen, dass wir Command and Control, wie das geheißen hätte, im Kommissionsvorschlag nicht brauchen aus Brüssel in Österreich, weil wir gut organisiert sind. Und aus Command and Control ist durch Änderungsanträge, mehr als 50 davon von mir im Europaparlament, heute geworden Koordination und Förderung. Also nicht Kommando und Steuerung aus Brüssel, sondern Koordination und Förderung, damit das Freiwilligensystem auch entsprechend erhalten werden kann und sogar wortwörtlich auch zum Vorbild gemacht wird. Also die regionale und die lokale Vorsorge, die Kollege Mayer angesprochen hat, und die nicht ersetzt werden kann, durch welches zentralistische Modell auch immer, die wird sogar zum Vorbild erklärt im EU-Katastrophenschutz und nur für überdimensionale Katastrophen ist der EU-Katastrophenschutz da. Und letzter Satz vielleicht dazu, weil ich ja wirklich auch lange verhandeln durfte für Österreich in dem Thema. Kollege Stöck-Müller hat erwähnt die Kommerzialisierung und ich muss das unterstreichen. Auch das hätte gedroht durch den Kommissionsvorschlag, dass plötzlich in funktionierende Systeme hinein, wie unsere freiwilligen Feuerwehren, Ausschreibungspflichten gekommen wären, dass kommerzielle Anbieter für Feuerwehrdienstleistungen plötzlich von Gebietskörperschaften beauftragt hätten werden müssen, Katastrophenschutzleistungen auch lokal und regional zu erbringen. Ein wirklicher Unfug und ein wirkliches Beispiel dafür, wie wichtig ein Parlament ist, ja, das seitens der Bürgerinnen und Bürger solche Vorschläge abändert, wie das mit vereinten Kräften nicht nur im Parlament, sondern zusammen mit den Feuerwehren auch gelungen ist. Aber welchen Vorteil hat RescEU jetzt für das österreichische Feuerwehrwesen? Danke. Stimmt, das war auch ein Teil der Frage. Heute sind es 55% Förderungsmöglichkeit für Einsätze auch außerhalb von RescEU, die freiwilligen Feuerwehren auch hier freiwillig machen, zum Teil auch außerhalb der Europäischen Union. Und mit RescEU wird es 75% Förderungsmöglichkeit geben. Und da wir wirklich selbstbewusst sagen können, die österreichischen Feuerwehren sind gefragt und sehr, sehr stark in Einsätzen wie in Slowenien, sind ja auch bereit gestanden für Schweden letzten Sommer und dergleichen mehr, ist das schon ein Vorteil für unsere Feuerwehren, dass diese Leistungen natürlich weiterhin freiwillig ehrenamtlich erbracht werden, aber mit einer hohen Förderungsmöglichkeit auch höher als bisher, 75% statt 55% seitens der Europäischen Union versehen sind. Herr Frischenschlager, die NEOS haben eine Vision im Programm. Ich zitiere da ganz kurz nur einen Satz. Unser Europa ist ein Europa der Entbürokratisierung. Es steht für eine Regelung anstelle von 28, in Klammer bald 27 verschiedenen. Kann dann noch auf diese nationalen Spezifika eingegangen werden? Ja, selbstverständlich. In allen Dokumenten, die auch jetzt zum Teil in Diskussion stehen, war doch immer klar, und das macht ja auch den Sinn der Europäischen Union, Zuständigkeiten der Europäischen Union gibt es nur dort, wenn es grenzüberschreitende Probleme und Anforderungen gibt. Und es ist so klar im Bereich Katastrophenschutz, dass die eben nicht an Grenzen Halt machen und dass die Mittel und die Fähigkeiten, die Kapazitäten gebündelt gehören, aber nicht auf der nationalen Ebene. Da wird es die Feuerwehr und die mit ihren Strukturen geben in der Zukunft. Aber dort, wo wir
über Grenzen hinaus gefordert sind beim Katastrophenschutz und dergleichen. Da braucht es europäische Politik und auch europäische Strukturen. Ist ja völlig klar. Und genau da setzten jetzt die Verhandlungen und die weiteren Schritte auf europäischer Ebene ein. Und ich bin sehr froh, dass hier die Aufgaben klar definiert sind, dass die Finanzierung jetzt auch auf europäischer Ebene zum Großteil bereitgestellt wird und dass aber auch dann, um auf die vorherige Frage zurückzukommen, gibt es natürlich ein Problem. Die freiwilligen Strukturen in Österreich und in anderen Ländern sind, wenn dann übernationale Einsätze kommen auf europäischer Ebene, dann kann ich nicht die Leute nur mit der Freiwilligkeit hängen lassen. Und das Problem haben wir auch im Lande, wenn die Freiwilligen in längere Einsätze gehen. Da muss man sich was überlegen. Auf europäischer Ebene kann man nur sagen, das muss europäisch auch für die Menschen, die da in den Einsatz gehen, ob aus dem beruflichen Bereich oder aus dem Freiwilligen, das muss finanziert werden. Ist ganz klar. Also klare Aufgabenstruktur, natürlich dort, wo übernationale Herausforderungen sind, kann die EU dafür verantwortlich sein und auch die Kapazitäten bereitstellen und muss es finanzieren. Und auf der nationalen Ebene, und das wird auch in allen Dokumenten betont, wird ja nicht eingegriffen. Es wird ja nicht über diese europäische Ebene, zum Beispiel den Feuerwehren in Österreich, gesagt, ihr müsst was anderes tun. Es wird von der Europäischen Union geholfen, das ist ausdrücklich auch drinnen, dass auch mit europäischer Hilfe die nationalen Katastrophenschutzstrukturen gefördert werden. Und dann kommt ein Riesenvorteil, und das meine ich, ist ganz wichtig, die Betonung in den jetzt laufenden Plänen, dass der gegenseitige Information, der Austausch von Kenntnis, das Best Practice, die Best Practice Information, dass das alles jetzt ausdrücklich auch von europäischer Ebene aus unterstützt wird. Ich finde das eine sehr positive Entwicklung. Und Sinn der Europäischen Union ist ja unter anderem, dann Probleme, wenn sie über die Grenzen hinausgehen, dass dann Politik gemacht wird und dass dann Strukturen und dass dann auch Mittel bereitgestellt werden. Ein Teil dieser Finanzierung ist auch die Versicherung, sprich die Haftungsfragen. Jetzt ist das in Österreich mit der Unfallversicherung sehr gut geregelt, auch für Feuerwehrmitglieder im Auslandseinsatz, im EU-Auslandseinsatz. Alle Haftungsfragen, sprich falsche Bedienung von Gerätschaften, das zu irgendeinem Schaden, einem Sachschaden im Ausland führt, ist meines Wissens nicht ausreichend geregelt. Gibt es da Möglichkeiten, in Österreich ist es die Amtshaftung für die Feuerwehren, gibt es da Möglichkeiten, das auch auf EU-Ebene abzusichern oder ist das schon abgesichert? Ich denke mal, Sie sprechen ein ganz wichtiges Problem an, denn die Haftung gerade bei Menschen, die das in einer freiwilligen Struktur sich einbringen, ist ein entscheidender Punkt. Das trifft die Freiwilligen Feuerwehren genauso wie auch Bergrettung und andere Einsatzbereiche, wo Menschen in ihrer Freizeit was machen. Und natürlich, gerade wenn im Einsatz schnell was zu entscheiden ist, kann man nicht über alle Folgen und Haftungsfragen nachdenken, sondern da geht es ja darum, Leben zu retten, größeren Schaden abzuwenden, Menschen zu retten und dergleichen. Und daher haben wir in Österreich ja uns ja auch schrittweise in dieser Haftungsfrage voran bewegt und quasi den Schutz und die Versicherung ja schrittweise ausgedehnt. Und ob das jetzt in Europa ausreichend gut beantwortet ist, kann ich Ihnen jetzt aus der Hüfte heraus nicht beantworten. Ich halte es jedenfalls für notwendig. Und weil wir zuerst geredet haben von den RESC-EU, es ist erstens einmal in vielen Bereichen auch für Österreich wichtig, weil immer das Beispiel Waldbrände kommt und dann denkt man sich, okay, die Situation ist in Österreich relativ selten, aber wenn wir dann denken an Überschwemmungen, wenn wir dann denken an Vermurungen und alle diese Dinge, die mit dem zunehmenden Klimawandel immer häufiger werden und immer ärger werden, sehen wir auch, dass wir als Österreich grenzüberschreitend, nicht nur als Hilfegeber Nachbarländern gegenüber, sondern auch mitunter Hilfenehmende sein werden. Der zweite Vorteil dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist genau das, was wir am Anfang diskutiert haben. Nämlich die Frage, wie kann man das österreichische System der Freiwilligkeit, dieser tiefen Verankerung in der Bevölkerung auch in Europa
in die Auslage stellen. Und wenn es eine Plattform gibt, wo über Best Practice geredet wird, dann ist das genau der Moment, wo man dann zeigen kann, wie das österreichische System gut funktioniert und wo man dann auch, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, die Frage von Versicherung, aber auch die Frage natürlich von anderen Unterstützungen für Freiwilligen. Nicht? Wir hatten einmal vor einigen Jahren die Frage der Impfungen und solcher Fragen, auch dann europaweit einbringen kann und sagen, hallo, da gibt es etwas, was zu regeln ist. Und vielleicht ist es ja dann auch sinnvoller, es nicht nur in Österreich zu regeln, sondern gleich ganz Europa. Herr Stöckmüller, jetzt haben wir gehört, dass das österreichische Feuerwehrsystem ein beispielhaftes ist. Das haben wir auch vor wenigen Wochen vom zuständigen EU-Kommissar in Wien gehört, dass wir ein Musterbeispiel an Freiwilligenorganisationen sind. Wie kann man dieses System, das jetzt überall gut ankommt und viele fragen sich, wie das so gut funktionieren kann, sehr viele internationale Verbände besuchen uns und wollen wissen, wie sie das in ihrer Heimat aufbauen können. Wie kann man dieses System jetzt wirklich auf die EU umlegen und sagen, schaut nach Österreich, schaut, wie das hier funktioniert, nehmt euch ein Beispiel. Gute Frage. Das ist einerseits, wahrscheinlich ist es in manchen Ländern schon sehr verfahren. Erstmal ist es nicht so, dass man da einfach sagen kann, okay, Dänemark, jetzt macht es ein Freiwilligensystem, sondern es ist ja schon oft jahrelang oder auch festgeregelt, dass oft schon Ausschreibungen, Privatisierung, also man braucht nur nach Deutschland schauen, ja, wie unterschiedlich das schon in Bundesländern geregelt wird, in der Praxis draußen. Und zur Zusammenarbeit möchte ich auch noch sagen, das leben wir ja schon. Also ich komme aus einer Grenzregion, aus Braunau, und dort leben wir es fast wöchentlich, dass die Kollegen von Simbach nach Österreich rüberfahren, also von Deutschland, und gegenseitig wir von Braunau wieder nach Deutschland rüberfahren. Also das ist ja tagtägliche Praxis schon gelebte, dass diese europäische Zusammenarbeit einfach auch funktioniert. Was mir aber wichtig ist, ist auch noch eines zu sagen in diesem Rahmen, dass wir auch überlegen müssen, wie wir EU-Regulationen auch in Österreich umsetzen. Weil das ist oft das große Problem, und ich, wenn man mit Leuten aus der, mit Feuerwehrleuten einfach redet oder Kommandanten redet, die was dann sagen, ja super, es ist schon super und toll, dass mir jetzt eine Allergenverordnung ist, glaube ich, zuerst gefallen, oder wir eine neue Feuerwehruniform bekommen europaweit, aber es sind alles Kosten. Und wenn wir uns in der Praxis dann anschauen, dass manche Feuerwehren 50, 60 Jahre lang warten, bis sie irgendwann wieder mal, oder 30 Jahre lang, dass sie mal ein Auto bekommen, bis sie wieder ein Feuerwehrhaus kommen, und das alles Kosten aus den also Eigenerwirtschaftung teilweise das Geld nehmen müssen, ist es schon die Frage, wie diese Kosten, was dann die Europäische Union auf die Nationen umsetzt, auch wieder bei den Feuerwehren ankommt und dann auch bei den Ländern. Und das ist die große Frage, wie man da einen Kompromiss zwischen Europa und Österreich schafft. Ja. Immer auf dem Augenwinkel auf die Freiwilligkeit und auf die Feuerwehren in der Praxis draußen. Das ist mir persönlich wichtig, weil das ist oft genau dieser Punkt, das was dann hapert, auch in der Praxis draußen. Ja. Und das wird mir immer noch wichtig, auch das einfach nur mal mitzugeben, dass nicht alles nur, was Europa macht, das Schlechte ist, sondern auch, wie setzen wir es um, und ist ein Golden Plating, also im Sinne des überschießenden Gesetzes auch irgendwie dort passiert in der und was bewirkt dieses Gesetz dann auch in der Praxis draußen. Und genau hier muss auch die österreichische Politik meiner Meinung nach mehr Augenmerk auf das, auf die Praxis setzen, auf die Leute, was da draußen arbeiten müssen. Weil Sie es gerade angesprochen haben, diese einheitliche Feuerwehruniform für Europa, die geistert durch viele Köpfe. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Weiß was Konkretes. Ja, ja. Weiß irgendjemand hier, was zu dieser Feuerwehr... Nein, es ist nämlich, ich höre das nämlich oft auch jetzt in der Vorbereitung. Ich konnte nirgends sowas finden dazu. Und ich habe gedacht, wenn es passt, stelle ich die Frage. Jetzt haben Sie es angesprochen. Kennt irgendjemand eine Bewegung, die eine Feuerwehruniform... Nein, das ist europaweit, dass man halt eine Europanorm, das geistert wirklich schon Ewigkeiten rundum, damit Feuerwehr, Polizei und Rettung europaweit die gleiche Uniform hat. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist ja an sich ein Schildbürgerstreich. Worum es geht, ist, dass man gewisse quasi Sicherheitsmerkmale natürlich vorschreibt, aber das ist in Österreich auch gut gelöst, und wir erkennen alle unsere Feuerwehrleute, und ich glaube, da braucht sich keiner einmischen. Okay. Nein, das kommt nämlich wirklich auf, das Thema, ohne irgendwie den... Weder für Polizei noch für Militär gemeinsam, also was soll das? Hätten wir das auch besprochen, vielen Dank. Herr Falkenhuber, aus dem Programm der Initiative Ein Europa, ein Zitat: Aus der Zukunftsfähigkeit des Nationalstaates in einer neuen Welt gibt es zwei Wege: die politische Einigung Europas zu einer handlungsfähigen Union oder eine schleichende Abgabe unseres demokratischen Selbstbestimmungsrechts, unserer Werte und unseres politischen Willens und so weiter. Wie gelingt es jetzt, und das ist nämlich ein Thema, das sehr, sehr stark bei uns im Katastrophenschutz Thema ist, wie können wir uns als Österreicherinnen und Österreicher
dementsprechend aufgleisen, dass wir jetzt nicht nur im Fall des Falles die Feuerwehr, die Einsatzorganisationen zu Hilfe rufen, sondern auch eben diese Selbstbestimmung, ich lege das jetzt auch um, auf Eigenverantwortung und Selbstverantwortung umlegen, damit die Resilienz, der Selbstschutz in der Bevölkerung wieder in die Höhe getrieben wird. Dieses Verlassen auf die Einsatzorganisationen ist im Moment sehr stark. Das Verlassen auf? Auf die Einsatzorganisationen. Wir verlassen uns darauf, dass die Einsatzorganisationen innerhalb weniger Minuten... Also was wir jetzt gar nicht besprochen haben, ist ja die Frage der Prävention. Ja. Wo wir ja, Sie sind ja immer nur dann, wenn entweder die Natur uns zeigt, dass alle unsere menschlichen Kräfte nicht ausreichen, sie zu zähmen, oder wenn wir so lange so viele Fehler gemacht haben, dass wir die Rechnung präsentiert bekommen, da sind wir beim Klimaschutz, glaube ich, gerade im richtigen Thema. Und ob die Waldbrände in Österreich so selten bleiben, wird sich zeigen. Ich hoffe es, aber ich fürchte, dass wir zum Beispiel da mit völlig neuen Phänomenen und auch in der Intensität mit völlig neuen Maßstäben konfrontiert werden. Darf ich aber trotzdem Ihren Punkt aufgreifen und den mit diesem programmatischen Satz meine ich ja auch die Frage, wo wir unsere Selbstbestimmung einbringen. Der 2001, seither ist eine große Entwicklung der Kooperation der Sicherheitskräfte entstanden. Und wir müssen uns jetzt ein paar Fragen stellen. Und jetzt sind Sie mir nicht böse, ich habe Ihnen versprochen, in Europa für Ihre Interessen, soweit ich sie teile und akzeptiere, und das, glaube ich, haben Sie gemerkt, vertrete. Umgekehrt möchte ich aber auch ein bisschen Verständnis für europäische Angelegenheiten dann und Aufgabenstellungen bei Ihnen erwecken, wo es wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Ich brauche zu dem, was jetzt hier diskutiert wurde, eigentlich nur Sie selbst nehmen. Sie sind das allerbeste Beispiel. Wenn es in einem Katastrophenfall zur Kooperation verschiedener, auch freiwilliger Organisationen kommt. Das Erste, was Sie machen, ist ein Krisenzentrum einzurichten, eine Leitung des Einsatzes. Warum tun Sie das? Weil auch die Kooperation ein möglichst effizientes, schnelles, kostensparendes, ein rettendes Ergebnis haben soll. Also Sie sind die Ersten, die wissen, dass irgendwann einmal auch in einer Kooperation der Punkt kommt, wo man sagt, gut, wir brauchen eine Leitung, ein Management, wir brauchen klare Regeln. Und nun meine Bitte um Verständnis für eine Kommission, die aus einem Kooperationsprozess heraus nun plötzlich grenzüberschreitende Notfallmaßnahmen organisieren muss. Die Verantwortung, die wir damit der Kommission geben, ist sehr groß. Die Öffentlichkeit würde bei jedem Einsatz sagen, wie ist das auf europäischer Ebene? Die EU hat versagt, die EU. Aber die EU darf 75% der Einsätze bezahlen, aber nicht leiten. Das ist ja wohl, widerspricht ja wohl unseren ganzen ethischen Grundlagen. Die Kommission darf die Verantwortung tragen, aber nichts dazu sagen, außer einzuladen, hat die Kommission nicht eine gewisse Verpflichtung zu sagen, im Falle X. Das würden Sie doch auch tun. Was sind die zu erwartenden möglichen Krisenfälle? Worst case. Was tun wir dann? All unsere Tätigkeit gemeinsam besteht doch im vorausblickenden Planen von solchen Einsätzen. Das heißt, die Kommission muss sagen können, ob sie die und die Kräfte in der und der Stärke in dem und dem Augenblick einsetzen kann oder nicht. Sie kann ja nicht eine Einladung ausschicken und sagen, die Waldbrände greifen von den Pyrenäen auf Frankreich über, würden es eventuell, das ist Unsinn. Das ist absoluter Unsinn und widerspricht ihrer eigenen Lebens- und Berufserfahrung zutiefst. Das heißt, man kann doch, die EU hat keine Kompetenzen. Sie kann nicht das gesetzlich regeln, will es auch gar nicht. Wir werden auch gar keine Vertragsänderung erleben. Es wird eine Kooperation bleiben, selbstverständlich. Innerhalb dieser Kooperation, und da bin ich bei der Frage, wie weit es die Freiwilligkeit und so weiter kollidiert, wird jeder Staat sagen, was es denn einbringen kann. Das ist ja unsere Sache, das zu definieren. Was können wir verlässlich einsetzen? Das werden wir bestimmen. Aber die Planung, möglicherweise auch die Entscheidung über diesen Einsatz muss natürlich noch dazu in einem Katastrophenfall, wo es einfach auf Zeit ankommt und Schnelligkeit und Exaktheit, muss man natürlich auch bereit sein, den europäischen Koordinationszentralen eine Einsatzmanagement
zu geben. Sie werden nämlich auch die Verantwortung dafür tragen und zahlen werden sie auch. Also ich glaube, bleiben wir irgendwie, machen wir jetzt daraus nicht eine populistisch-nationalistische Ding, Europa darf nicht. Machen wir es gemeinsam, aber machen wir es in den Strukturen, die Sie aus jedem Einsatz kennen und die eigentlich selbstverständlich sind. Deshalb sind wir sehr gespannt auf das Ergebnis, das uns dann erwarten wird aus RescEU. Sofern wir mit eingebunden werden, mitdiskutieren können, unsere Meinung auch gehört wird, sind wir, glaube ich, schon einen sehr großen Schritt weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil ich letzte Woche noch mit dem Landeskommandanten von Vorarlberg, Hubert Vetter, telefoniert habe, der mir erzählt hat, dass der Ottmar Karas ihm 2012 gesagt hat, damit man die Feuerwehr in Brüssel vielleicht ein bisschen besser sieht und auch hört, sollten wir vielleicht in Brüssel einmal einen Feuerwehrbewerb veranstalten. Ja. Machen wir das? Gute Idee. Ich bin sehr dafür zu haben, besuche viele Feuerwehrbewerbe, bin beeindruckt über die Leistungen dort und vielleicht ist das neben einem Vortrag von Armin Blutsch, den es schon im Vorjahr gegeben hat im Europaparlament, eine weitere Möglichkeit, die Leistungen der heimischen Feuerwehren zu präsentieren. Und einen Satz darf ich noch sagen, damit es keine Missinformation gibt. Ab April sitzt die Kommission am Knopf, der jederzeit gedrückt werden kann, wenn es zu überregionalen Katastrophen kommt, um den RescEU-Katastrophenschutzmechanismus in Gang zu setzen. Das haben wir geschaffen, aber ohne ins Freiwilligensystem dort, wo es funktioniert, einzugreifen. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Also zu dieser Idee, die könnte man natürlich vor dem Parlament am Platz Luxemburg machen und da hätte man natürlich schon dann auch die Publizität gegeben dort. Das ist zwar in Straßburg das Parlament. Wo haben Sie gesagt, sollen wir es machen? Platz Luxemburg. In Brüssel? So lange ist ja noch nicht her, Herr Kollege. Wurscht jetzt wo genau, ich glaube, wir sehen uns dann auf jeden Fall dort. Das wäre sehr schön, ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank nochmal fürs Diskutieren. Es gibt noch viele weitere Themen, die wir besprechen könnten. Ja, ein kleiner Hinweis sei mir noch gestattet, wenn alle Vorhaben, alle Themen auf EU-Ebene, auf Ehrenamtstauglichkeit mitgeprüft würden, wären wir natürlich auch schon sehr weit, auch wenn man nicht alle Vereine immer über einen Kamm schert. Da ist die Feuerwehr bzw. sind Einsatzorganisationen gerade dadurch, dass sie auch in ihrer Freizeit quasi ständig auf Abruf sind, natürlich in einer gewissen anderen Situation. Ich darf jetzt abschließend noch Feuerwehrpräsident Albert Kern um eine kurze Botschaft an Sie alle bitten. Das Mikrofon kommt von hinten. Gut. Ja, vorweg einmal ein herzliches Danke, dass es dieses Treffen gegeben hat. Eine tolle Möglichkeit und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so sein wird und wir ein weiteres Treffen mehr oder minder organisieren können und Sie auch in der Anzahl, hoffe ich zumindest, auch dann präsent sind, weil wir haben schon mehrere Versuche in die Richtung unternommen und es ist jetzt ein gutes Beispiel. Aber es hat nicht immer so funktioniert, wie es auch heute funktioniert hat. Dafür einmal ein herzliches Danke und ich nehme das gerne mit, dass wir diesen Kontakt weiter pflegen. Wir werden auf Sie alle zukommen und auch diese Gelegenheit, in Brüssel präsent zu sein, in welcher Form auch immer, sei es jetzt ein Bewerb, sei es ein Treffen der Funktionäre aus den Ländern, wie auch immer, das denke ich, würde uns gut tun. Ob das jetzt das Feuerwehrhaus in Brüssel sein wird oder auch nicht. Uns ist sehr wohl bewusst, dass es auch Vor- und Nachteile hat. Wir bemühen uns zurzeit als Österreichischer Bundesfeuerwehrverband mit dem Deutschen Feuerwehrverband dort eine Kontaktstelle zu betreiben. Und es ist unser großer Wunsch und das möchte ich schon noch einmal betonen, dass in Entscheidungsfindung wir auch zumindest Möglichkeit haben, eine Stellungnahme abzugeben, möglichst frühzeitig. Das wäre uns ganz, ganz wichtig, nicht erst in dieser Phase der Begutachtung. Da wissen wir aus Erfahrung, dass das schon fast zu spät ist. Aber da kann man die Sichtweise der Feuerwehren in Österreich durchaus auch entsprechend dann noch darstellen. Ein großes Thema ist die Arbeitszeitrichtlinie und das möchte ich schon betonen. Ganz so einfach darf man das nicht sehen. Freiwillige Feuerwehren, Freiwilligkeit ist von der Arbeitszeitrichtlinie ausgenommen. Das ist eine einfache Darstellung und wenn man bedenkt, dass ein freiwilliger Feuerwehrmann aus Brüssel eine Klage eingereicht hat und die mittlerweile beim Europäischen Gerichtshof liegt und man bemüht ist, hier eine Entscheidungsfindung zu fassen, dann kann das durchaus Auswirkungen haben. Und
betone noch einmal, es würde uns Freude bereiten, wenn wir das in Zukunft auch weiterführen können. Danke vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Feuerwehrpräsident. Abschließend darf ich mich noch bei allen bedanken, die diese Organisationsrunde, die Diskussionsrunde mitorganisiert haben, so herum, an die Technik, an TVM, Videoproduktion, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie für die freundliche Aufnahme und Unterstützung hier im Haus der Europäischen Union in Wien. Ich wünsche Ihnen nun abschließend alles Gute für die Wahl im Mai, einen fairen, konstruktiven, themenbezogenen Wahlkampf im Interesse unserer Gesellschaft und darf nochmal an Sie alle appellieren, nutzen Sie die Gelegenheit, Sie sollten mitentscheiden am 26. Mai, nehmen Sie sich die Zeit zum Wählen, ganz wichtig für die Zukunft Europas und für die Zukunft Österreichs und somit auch für unsere Feuerwehren. Vielen herzlichen Dank.